Moin miteinander, herzlich willkommen, ihr Sterblichen, zurück bei Ghostmaster. Heute bin wieder ich, euer Ghostmaster, und beim letzten Mal haben wir die Leute der Alpha-Tau-Verbindung in Science Fiction das Fürchten gelehrt. Und heute geht es weiter im Calamity Will Horror. Ich wünsche euch viel Spaß. In diesen Mauern lebte eine reizende alte Dame. Doch mit der Zeit umwölkte sich ihr Geist. Sie wurde immer wirrer. Besuch war ihre größte Freude. Sie konnte sich von ihren Gästen gar nicht trennen. So mischte sie Arsen in ihren Tee. Und alle blieben bei ihr. Für immer. Die Gräuel, die in diesem Haus geschahen, haben das Gemäuer bis in seine Grundfesten erschüttert. Auch wenn ein Haus nicht unbedingt ein fühlendes Wesen ist, haben wir die Pflicht, die unsichtbare Welt zu schützen. Bring ans Licht, was niemand ahnt. Enthülle den Sterblichen die Leichen. Eine einzige wird jedoch nicht genügen, um der skeptischen Polizei klarzumachen, dass hier unheimliche Dinge vor sich gehen. Was lernen wir daraus? Traue niemals alten Damen. So, wen nehmen wir denn mit? Ich mag den Bu. Wen mag ich noch? Stonewall nehmen wir mit. Shivers, weiß ich nicht. Terror Eyes, auf jeden Fall. Ich nehme noch Kletterclaws mit. Oh, der braucht leider viel zu viel. Oder? Ja, viel zu viel. Wendel ist, glaube ich, noch. Der braucht nicht ganz so viel Ektoplasma. Ich glaube nicht, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Kann man es nicht irgendwo sehen? Na gut, die nehmen wir mit. Und das ist unsere... Was ist eigentlich empfohlen? Den will ich nicht dabei haben. Nee, nee. Okay, wir bleiben bei unserem Team. Wendel, wen hatte ich noch? Terror Eyes. Und... Kletterclaws. Okay. Obwohl, vielleicht nehmen wir einen stärkeren mit. Wir nehmen Shivers noch mit. Gut. Auf geht's. Dann wollen wir doch mal spuken. Nachdem ich euch erzählt habe, ich werde wahrscheinlich... es so machen, dass ich eine Mission komplett durchspielen werde, egal wie lange sie dauert, und dann eventuell was schneiden oder es in verschiedene Teile teilen, je nachdem, was ich für angemessener halte. Aber dann komme ich nicht raus, während ich selbst spiele. Enthülle den Sterblichen die verborgenen Leichen. Gut, dann machen wir uns doch mal dran. Hier oben haben wir unsere erste Leiche. Hallo, also ich stehe auf dem Dach und mache diese blöde Antenne heil. Gerade denke ich, jeder Drahtbügel wäre besser als das Ding. Und da wird mir so komisch. Ich denke noch, vielleicht hat die alte saure Milch in den Tee getan. Da explodieren mir auch schon die Eingeweide. Ich greife nach dem Kamin. Bin wohl reingefallen. Jetzt sitze ich fest. Kannst du mir mal helfen? Natürlich, ich lass doch keinen meiner Geister hier in so einem Schicksal zurück. Wen haben wir hier noch? Das ist der Bobby. Hallo, Bobby. Hallo, mein Herr oder meine Dame oder was immer Sie sind. Könnte ich Sie für unsere Gesichtspflege interessieren? Passend zur seidigen Feuchtigkeitscreme für die Nacht haben wir hier das nicht schäumende, revitalisierende Waschsyndet und ein rein pflanzliches Erfrischungstonic. Darf ich Ihnen etwas Duft aufsprühen?
Ich würde Ihnen unsere Linie gerne an einer der Damen des Hauses vorführen. Sicher findet sich in unserer exklusiven Auswahl an Düften und Kosmetikartikeln das eine oder andere für Sie. Ich wusste nicht, dass Ghostmaster Kosmetika benutzen. Mache ich wohl irgendwas falsch. Und den letzten Geist haben wir ganz unten im Keller. Hallo. Sie war doch so nett zu mir. Hat mir sogar Tee gekocht, als ich ihr den Boiler reparieren kam. Und schwupps bin ich mausetot und sie mauert mich ein. Wenn doch nur ein Sterblicher vorbeikäme, dann könnte ich in seinen Körper schlüpfen. Okay. Das sind unsere drei Geister, die wir befreien müssen. Und ihr habt schon in der Missionsbeschreibung vorhin gehört, im Intro. Wir müssen zwei dieser Geister, zwei der Leichen finden lassen von den Sterblichen, damit, herauskommt, dass die nette alte Dame doch nicht mehr ganz so nett war, wie sie eigentlich vorgegeben hat. Ich würde sagen, wir fangen mal als erstes an mit Maxine Factor. Kann ich nicht irgendwie drehen? Ah ja, genau, so. So ging das. Ist schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe, muss ich ehrlich gestehen. So, wir haben Kräfte, Faszination, Befehle, verwende nur die Kraft deiner Stufe und dann binden wir dich an die Leiche. Und jetzt soll hier bitte einer reinkommen. Ja. Da haben wir schon Marcia Hutz. Die ist schon ganz fasziniert von diesem Raum. Los, schlag es ein. Nein. Der nächste wird fasziniert. Er will auch nicht so recht. Na gut, während du da weiterarbeitest, werden wir erstmal dafür sorgen, dass unser guter Static hier aus seiner Bredouille herauskommt. Und dafür brauchen wir einfach Stonewall. Binden ihn an eine Pflanze. Und, ich habe vergessen, ihm was zu geben. Befehle, neuer Befehl, null Kräfte. Nein. Kräfte und du sollst zittern. Und damit dürften wir den Leichnam eine Etage tiefer bekommen. Sehr gut. Und wie geht's dir sonst so, Static? Alles klar hier oben auf dem Dach? Freu dich, du hast zumindest ein bisschen frische Luft. Wobei ich glaube nicht, dass das wirklich wichtig ist, ob er frische Luft hat oder nicht. So, wo ist der Geist jetzt hin? Wo ist denn's? Ah, wie ging's nochmal weiter? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Doch, ich weiß es. Wir müssen jetzt gucken, dass wir... Faszinierst du noch fleißig? Irgendwie faszinierst du nicht richtig, mein Freund. Ganz blöd in dieser Mission ist, wir dürfen natürlich hier die Leute nicht verschrecken, dass sie wegrennen. Das ist das Letzte, was wir wollen. Wir wollen ja, dass sie die Geister finden. Und damit kann es sich schon mal etwas hinziehen. Leider, leider. Aber das ist ja bei diesem Spiel irgendwie immer so, ne? Gut, dann, wenn das irgendwie mit der Leiche jetzt gerade nicht klappt... Ich will hier hin. Mach mal deine Faszination. Ist niemand in der Nähe, oder wie? Der Grandpa, der könnte doch wohl ein bisschen fasziniert werden. Okay, komm, du gehst erstmal wieder auf die Bank, das wird so nichts. Ich muss auch auf mein Plasma achten, das wird ja natürlich immer weniger. Hier drin, so, der Leichnam ist jetzt im Kamin. Und wir wollen jetzt, dass sie das machen. Und dass es denen hier ganz kalt drin wird. Und dass die versuchen, den Kamin anzumachen. Und dabei sollen sie die Leiche finden. So zumindest die Theorie. Wenn hier jetzt mal jemand in den Raum reingehen würde. Ah. Oh, 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 was ist denn hier passiert? Warum qualmt es denn so? Die hat eine ganz schöne Oberweite. Die Sterblichen haben ein Skelett entdeckt. Es muss der Polizei gezeigt werden. Gut. So, jetzt kann sich nämlich Maxine Factor selbst helfen. Und zwar will die ja irgendwas von ihrem Zeug verkaufen. Und wer wäre dafür besser geeignet als sie selbst?
Und zwar soll sie Verlockung machen. Und das lockt nämlich, ich zeig's euch mal, wenn es mir angezeigt wird, da. Sterbliche, die sich in der Nähe befinden, fühlen sich zur Fessel eines Geistes hingezogen und die ist nämlich an der Schminke festgezogen. Festgesurrt. So, wir gehen jetzt, während du da oben verlockst, gehen wir jetzt ganz runter. Ich glaube, du hast hier deinen Soll erfüllt, Terror Eyes, auf die Bank mit dir. Und jetzt gehen wir ganz runter. Und der Handwerker ist angekommen. Er könnte beim Enthüllen der Leichen dienlich sein. Sehr gut. So, wir müssen jetzt irgendwie da unten ein Loch reinbekommen in die Mauer. Ich weiß nur gerade noch nicht mehr wie. Wie ging das nochmal? Boah, immer diese blöde Kamera. Wie war das denn noch gleich? Ah, ich habe eine Idee. Wir binden Stone bei dir. Und du hast doch noch Zittern drin? Nee, so. Zittern. Hallo, Arclight. So, du hast die Band mit dir. Und jetzt brauchen wir Boo. Und binden Boo hier rein. Die Polizei ist angekommen. Lass sie ihre Untersuchung durchführen. Und du sollst rasselnde Ketten verwenden, um die Leute anzulocken. Genau. Sieht doch schon ganz gut aus. Machst du auch noch brav deine Verlockung? Die Demonstration an eine der reizenden Damen des Hauses dürfte sie von der Qualität unserer Reinigungsprodukte vollauf überzeugen. Das ist keine Dame gewesen. Ach, tut gut, das alte Ektoklasma zu strecken. Und jetzt setze ich diese Witzfiguren mal ein bisschen unter Strom. So, die erste Leiche hätten wir gefunden. Willkommen, Static. So, und du sollst keine Männer anlocken, du sollst Frauen anlocken. Hier haben wir die Polizei. Okay, komm, Maxine. Du lässt erstmal das hier und warten wir, bis eine Frau hier oben ist. Okay. Bist du eine Frau? Nee, Steve. Schade. Geht jemand in den Keller? Fühlt sich niemand in den Keller? Warum geht denn niemand in den Keller? Hilfst du mir hin? Ah doch, da geht jemand in den Keller. Die erste Leiche wäre gefunden. Was ist denn jetzt los? Nutze deine rasselnden Ketten. Mist. Ja. Der arme Handwerker. Der Jammerlappen hier ist verbraucht. Zeit für eine Teepause. Sehr gut. Damit hätten wir das hier auch geschafft. Du gehst zurück auf die Bank. Und Maxine, du musst dir jetzt selbst helfen. Wo ist sie denn? Hier oben. Ist eine Frau hier oben. Wo sind denn die ganzen Frauen, Mensch? Binden wir nochmal. Hier, jetzt mach ich. Ah, shit. Nein. Noch nicht. Noch nicht die letzte Leiche finden. Maxine. Jetzt lock doch mal jemanden an. Ah, wo sind denn die ganzen Frauen hin? Unten. Was soll die denn hier unten? Ich soll nach oben kommen. Hm.
Vielleicht reicht ja das Mädchen, wenn es jetzt hier endlich hochkommt. Na komm, Mädchen. Ja. Das könnte noch was werden. Benutzt ihre Schminke, na los, benutzt die Schminke des Todes. Na los, benutzt die Schminke. Na los, die Schminke. Ihr wollt es doch auch. Vielleicht würde das Rouge Gnäfrau besser stehen, wenn ihre Gesichtsfarbe etwas blasser wäre. Wollen wir es mal aus... Die sterblichen Gesetzeshüter haben eine Leiche entdeckt. Die Polizei wird den Fund dieses Körpers melden. Doch erst die Entdeckung einer zweiten Leiche wird zu einer ausführlichen Untersuchung führen. Sehr gut, das kleine Mädchen hat uns geholfen. So, jetzt müssen wir eine nächste Leiche finden lassen. Die Leiche hier oben wurde jetzt gefunden, oder welche Leiche wurde jetzt gefunden? Ich weiß gerade gar nicht, welche sie jetzt gefunden haben. Ich habe doch jetzt theoretisch alle Leichen. Wir binden dich mal hier und du machst nochmal rasselnde Ketten. Ich habe leider das... Dankeschön. Kommt her, wo auch immer ihr seid. Detective. Detective. Detective, los, komm runter zu mir. Ich will mit dir spielen. Ich weiß nicht, was mit der Kamera los ist, aber die Ansicht stört mich ein wenig. Ist diese Leiche jetzt gefunden worden? Los, los, los. Gut, Bu, du hilfst mir hier nicht. Du gehst zurück auf die Bank. Wir binden jetzt mal... dich hier. Und... ich hab zu wenig Ektoplasma. Sowas Blödes. Oder finden sie ihn hier unten, die Leiche? Hier liegt auch eine Leiche, oder? Bu... Ich habe jetzt alle Geister, die es hier gibt. Ich will die Mission beenden, und zwar sofort. Hast du die Leiche jetzt endlich entdeckt, Detective Norman? Gratuliere, deine Spukziele sind erreicht. Ha, geschafft! Das war gar nicht mal so schwer, wie ich gedacht hatte, aber... Wow, wie lange habe ich denn jetzt gebraucht? Die Spannung steigt. Wow! 14 Minuten 27, das ist eine relativ kurze Folge, aber ich bin recht stolz auf mich, dass ich das so schnell hinbekommen habe. Aber was sollte es auch anders sein? Ich bin schließlich der Ghostmaster. Genau, keinen einzigen Schrecken. Das Plasma ging am Ende langsam auch ein wenig zur Neige. Noch ein bisschen länger rumgetrödelt und ich hätte Leute erschrecken müssen. Das wäre... nicht zuträglich gewesen. Vielen Dank. Und freue dich schon auf die nächste Folge. In der nächsten Folge spielen wir die Mission Beschwörer. Verzweifelt gesucht. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao.